Ho, 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 liebe Freunde, es ist Weihnachten. Ich freue mich jedes Jahr wieder so sehr darauf, weil es einfach das schönste Fest im Jahr ist. Für mich zumindest, weil ich jetzt einfach gleich bei meiner Familie sein werde und mit denen eine schöne Zeit verbringen werde. Und ich wollte euch aber natürlich auch heute nochmal ordentlichen Content liefern. Heute gibt es den dritten Teil aus Fotografieren lernen für Anfänger. Und heute geht es um nützliches Zubehör, was du zum Fotografieren brauchen kannst. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, du freust dich genauso darauf. Vielleicht ist noch das ein oder andere mit dabei, was du selber noch brauchst. Und jetzt gerade ist ja Weihnachten. Gut, du kannst es heute nicht mehr besorgen, aber vielleicht kriegst du auch ein bisschen Geld geschenkt und hast dann ein bisschen Budget, um dir jetzt in den kommenden Tagen noch ein bisschen Kamera-Equipment zu kaufen. Also bleib auf jeden Fall dran. Und natürlich gibt es auch heute nochmal eine Verlosung. Und heute gibt es von Haugland die 5-in-1 Fotografenjacke zu gewinnen. In deiner Größe, also wenn du gewinnst, einfach die Größe damit angeben und dann passt sie dir natürlich auch optimal. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Haugland, dass sie das hier möglich machen und hier diese Jacke auch zur Verfügung stellen. Und wenn du noch nicht dabei bist in dem Adventskalender und aber an dieser Verlosung noch teilnehmen möchtest, jetzt am letzten Tag, dann einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link klicken, dort einfach deine E-Mail-Adresse angeben und dann bist du automatisch in dieser Verlosung auch mit dabei. Gilt aber nur noch bis morgen. Das heißt, morgen früh werden die Gewinner schon bekannt gegeben, also beeil dich, dann bist du vielleicht einer der glücklichen Gewinner. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Serie Fotografieren für Anfänger. Und ich freue mich, dass du auch in diesem Kapitel wieder mit dabei bist. Ich möchte heute mal so ein bisschen auf nützliches Zubehör eingehen. Ich habe ja schon ein Video gemacht zur Kaufempfehlung von Kameras. Und heute möchte ich dir mal zeigen, was du neben der eigentlichen Kamera mit einem Objektiv, ne, das ist ja so das absolute Grundsetup, sage ich mal, was man braucht, um zu fotografieren, was man zusätzlich noch kaufen könnte. Das bedeutet nicht, dass du es kaufen musst. Es sind einfach nur so ein paar Ideen, wo ich sage, das sind nützliche Helfer, die man noch zusätzlich kaufen könnte, wenn man da ein weiteres Budget hat, wenn man sich mit der Fotografie ein bisschen vertiefen möchte. Und es gibt auch viele Sachen, wo ich sage, die braucht man auf keinen Fall. Aber das hier sind Sachen, die sich für mich über die Jahre hinweg eigentlich wirklich bewährt haben, wo ich gesagt habe, das sind nützliche Sachen, die man zusätzlich für die Fotografie noch brauchen könnte. Und da würde ich einfach ganz gerne mal starten. Und zwar mit dem größten hier, damit wir das danach vom Tisch packen können. Und zwar ein Stativ. Stative gibt es in ganz unterschiedlichen Formen, Größen und Gewicht. Ich habe jetzt hier das Manfrotto B-Free Stativ. Das gibt es inzwischen, ich glaube, in dreifacher neuer Ausführung. Ich habe eins der ersten damals gekauft. Und es ist ein sogenanntes Reisestativ. Reisestative sind besonders klein, kompakt, zusammenzufalten und sind auch relativ leicht. Also ich glaube, das Stativ wiegt jetzt hier so, ich weiß es nicht genau, 1,5 Kilo ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen. Und es ist relativ schmal und auch kompakt, ne? Also ich kann das locker halt in einen Kamerarucksack packen oder in einen Koffer oder wie auch immer. Also man kann damit sehr gut reisen. Stative gibt es aber auch in anderer Form. Und zwar gibt es die auch in richtigen Klopper-Varianten. Ja, also das ist jetzt hier mal ein relativ großes und schweres Stativ. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum gibt es da unterschiedliche Größen, warum unterschiedliches Material und so weiter. Man kann Stative für relativ günstiges Geld schon auch in diversen einschlägigen Elektronikfachmärkten kaufen. Die sind dann wirklich, da geht es ab 15 Euro los, sage ich mal. Die sind dann aber auch relativ instabil. Ne? Also das ist dann kein gutes Material und das wackelt relativ schnell. Und gerade wenn du unterwegs bist, zum Beispiel dort fotografierst, wo es relativ windig ist, dann kann so ein ganz günstiges Stativ schon mal schnell anfangen zu wackeln. Und das ist ja dann auch nicht das Wahre. Deswegen, die meisten Stative sind entweder aus Carbon oder aus Aluminium gefertigt. Ich habe jetzt hier unten das größere Stativ, das war zum Beispiel eine Carbon-Variante. Carbon ist halt ein bisschen leichter. Relativ leicht, auch relativ stabil, aber dafür relativ teuer. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, wie viel Geld möchte man für ein Stativ ausgeben. Je mehr man für ein Stativ ausgibt, normalerweise, dann wird es auch ein bisschen stabiler, vielleicht sogar ein bisschen leichter. Und es hält natürlich auch länger. Also das Stativ, was ich hier unten habe, da habe ich richtig Geld für bezahlt. Aber ich weiß halt auch, das kann ich halt eigentlich auch mein Leben lang benutzen. Also außer ich schmeiße es mal eine Klippe runter. Aber ansonsten ist das eigentlich eine einmalige Investition gewesen. Gehe ich jetzt mal zumindest stark davon aus. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Jahre und es funktioniert genauso wie am ersten Tag noch. Ich habe mich mal beraten lassen, so ein bisschen bei Stativen.
Und da wurde ich gefragt, was ich denn damit machen möchte. Und ich habe halt gesagt, naja, ich fotografiere gerne Landschaften und so weiter. Und da wurde mir empfohlen, dass ich ein Stativ nehme, was ich so weit ausfahren kann, dass ich durch den Kamerasucher gucken kann, wenn ich normal dastehe. Also das sollte so ungefähr die Größe sein. Kleiner kann man es immer machen, größer braucht man es nicht unbedingt, denke ich mal. Ja, also ich bin ungefähr 1,80 groß und da habe ich mir dann halt entsprechend von der Größe des Statives das so ausgesucht. Solche Reisestative sind immer ein bisschen kleiner, also die kann ich jetzt nicht so weit ausfahren, dass ich da auf Augenhöhe bin, aber in den meisten Fällen brauche ich das auch gar nicht. Ich fotografiere Landschaften sowieso eigentlich lieber aus einer Perspektive von etwas weiter unten, weil die Perspektive so aus der Augenhöhe, das ist halt so diese ganz normale Perspektive, die man halt kennt, und ja, ich glaube, dass die immer vielleicht nicht ganz so spannend ist. Von daher reichen halt auch kleinere Stative locker aus. Aber grundsätzlich möchte ich dir sagen, ein Stativ ist auf jeden Fall was, worüber du nachdenken solltest, wenn du jetzt nicht nur Hochzeiten fotografierst oder nur Porträts. Aber selbst wenn du Familienporträts machst und mal deine eigene Familie fotografieren willst, dann ist ein Stativ schon gut, weil wo will man die Kamera drauf stellen, wenn man selber auf dem Bild sein möchte. Ne? Also ein Stativ, sage ich mal, ist immer etwas, was sich auf jeden Fall lohnt. Und da möchte ich dir jetzt keine bestimmte Marke empfehlen, da hat ja jeder auch so seine Vorlieben, aber lass dich da auf jeden Fall mal ein bisschen beraten in einem Fotofachgeschäft. Was auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig ist, sind Akkus, und zwar zusätzliche Akkus. Du kriegst ja, wenn du deine Kamera kaufst, immer einen Akku mit dazu. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall einen zusätzlichen Akku noch zu kaufen, denn so ein Akku kann immer mal leer gehen. Und dann ist es immer super, wenn man nicht das ganze Fotoshooting abbrechen muss und erst wieder nach Hause, um aufzuladen, sondern wenn man da halt einfach dann ganz ruhig weiter fotografieren kann. Also ein zweiter Akku sollte auf jeden Fall sein. Ich habe, glaube ich, inzwischen 5 oder 6 Akkus, weil ich ja auch immer 2 Kameras eigentlich mit habe, eine zum Fotografieren, eine zum Filmen. Und dementsprechend brauche ich da schon ein paar mehr Akkus. Gerade wenn man filmt, geht der Akku auch schneller alle. Aber da hat man einfach immer so ein gewisses Backup und man ist beruhigt. Man muss nicht darauf achten, dass man die Kamera immer direkt wieder ausschaltet, wenn man fotografiert hat und dann fertig ist, sondern man kann es einfach so ein bisschen laufen lassen und da macht man sich überhaupt keine Gedanken mehr drum. Also so ein Ersatzakku kostet jetzt auch nicht die Welt, sage ich mal, aber würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin der Meinung, beim Ersatzakku sollte man vielleicht auch wirklich den originalen Ersatzakku nehmen und nicht irgendwelche Drittware. Ja, aber die sind eigentlich auch nicht so teuer. Wenn ich beim Akku bin, dann können wir auch gleich weitermachen, und zwar mit Speicherkarten. Und nicht nur Speicherkarten selber, sondern auch etwas, wo man sie aufbewahren kann. Ich habe mir jetzt hier von ThinkTank, heißt die Firma, habe ich mir hier so eine Tasche, das ist so eine Tasche, die man, ja, die so beweglich ist. Die kann ich jetzt aufmachen. Und hier habe ich ganz viele Fächer, wo ich meine Speicherkarten reinpacken kann. Ja, also das ist jetzt hier eine Tasche für SD-Karten. Ich habe jetzt ja auch ein paar CF-Karten und so noch. Da gibt es so extra Taschen noch hier hinten, da kann man die auch reinpacken. Aber grundsätzlich sind das jetzt hier erstmal die Taschen für die SD-Karten. Ich habe hier sogar noch Platz für meine Visitenkarten und so weiter. Das ist eine sehr schöne Tasche und man hat hier auch immer gleich so den Überblick, welche Karten da drin sind, weil hier das Ganze durchsichtig ist. Kann man immer sehr schön gucken. Und so habe ich meine Speicherkarten auch direkt aufbewahrt. Ich habe auch ein paar mehr Speicherkarten. Eine Speicherkarte kann immer mal kaputt gehen. Ist mir persönlich zum Glück noch nie passiert in meinen ganzen Jahren, wo ich fotografiert habe. Aber man hört es immer mal wieder, dass auch mal eine Speicherkarte kaputt geht. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen Ersatz dabei hat. Und gerade wenn du auf Reisen gehst, da mache ich es zum Beispiel auch so, dass ich mehrere Speicherkarten mitnehme und jeden Abend alle Daten von der Speicherkarte auch runterziehe auf meine Festplatte, damit ich die doppelt gesichert habe. Ich lasse sie aber trotzdem auf der Speicherkarte drauf. Und dann nutze ich einfach über die Reise hinweg mehrere Speicherkarten, mache die alle voll, habe das aber doppelt gesichert auf meiner Festplatte. Aber selbst wenn mir jetzt eine Speicherkarte oder aber die Festplatte kaputt geht, habe ich sie immer noch mal doppelt gesichert, habe also die Dateien an 2 Orten quasi. Und so bin ich ganz sicher, dass ich dann auch wirklich mit allen Fotos, die ich gemacht habe, nach Hause komme. Ja, und so ein Ding hier kostet, ich weiß nicht, 10 Euro bei Amazon oder so. Müsst ihr mal gucken, ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht ist es auch ein bisschen teurer. Aber würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein paar mehr Speicherkarten und auch ein entsprechendes Etui dazu, dass man die gut verstauen kann. Dann, was auch ganz wichtig ist, Mikrofasertücher. Und die sind wirklich ganz, ganz günstig. Da muss man jetzt auch nicht in ein Fotofachgeschäft gehen für. Die kann man auch einfach online kaufen. Einfache Mikrofasertücher, um zum Beispiel das Objektiv zu putzen. Gerade wenn du viel draußen unterwegs bist, da kommt mal ein bisschen Staub drauf. Wenn du am Wasserfall fotografierst, kommt vielleicht auch mal ein paar Wasserspritzer drauf. Und mit so Mikrofasertüchern kann man das dann immer sehr schön wieder
alles abwischen und hat damit dann auch wirklich immer ein sauberes Objektiv und damit auch wirklich die beste Bildqualität. Weil wenn hier viele Wasserspritzer drauf sind und gerade wenn man dann mit einer geschlossenen Blende fotografiert, alles scharf ist, dann sieht man das halt auch relativ schnell auf dem Foto und dann wird das Foto dadurch natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Deswegen habe ich sowas hier immer mit dabei, habe ich mir damals mal in so einem 10er oder 20er Pack gekauft, ja, und die kann man ja dann auch immer wieder sauber machen. Ist auf jeden Fall was, was immer bei mir in der Kameratasche mit dabei ist, falls mal was irgendwas dreckig wird. Dann habe ich einen Funkauslöser, beziehungsweise ist es ein Kabelauslöser, kein Funkauslöser. Der kommt immer dann zum Tragen, wenn die Kamera zum Beispiel auch auf dem Stativ steht und ich aber trotzdem nicht den Auslöser drücken möchte, weil ich ja damit die Kamera immer noch mal so ein bisschen bewege, sondern wenn ich wirklich eine längere Belichtung zum Beispiel machen möchte und dann trotzdem mit dem Stativ arbeite und dem Auslöser mit dazu, dann bewege ich die Kamera wirklich gar nicht und das Bild wird wirklich knackscharf am Ende. Es gibt die auch in besserer Ausführung, das ist jetzt hier wirklich ein ganz einfacher, wo wirklich nur einfach ein Auslöseknopf drauf ist. Die gibt es natürlich auch in mehreren Varianten, wo man dann zum Beispiel noch einstellen kann, wie lange man belichten möchte und so weiter. Es wird später ein Kapitel geben, Langzeitbelichtung. Und da wirst du feststellen, dass eine Kamera maximal 30 Sekunden belichten kann von Hause aus. Wenn du länger belichten möchtest, dann gibt es den sogenannten Bulb-Modus und dann kann ich mit so einem Auslöser hier, mit so einem externen Auslöser, dann zum Beispiel einstellen, ich möchte 5 Minuten belichten. Ja, aber dafür bräuchte man dann auch, wie gesagt, so einen Auslöser. Sowas ist auch immer bei mir mit in der Tasche mit dabei. Bei mir, wie gesagt, in ganz einfacher Form. Die gibt es auch in teurer Form. Ich nutze da dann tatsächlich immer doch eher die interne Kamerafunktion. Da haben wir auch einen Selbstauslöser drin. Da kann ich das auch auf 10 Sekunden stellen. Dann passt das auch. Aber wenn du länger als 30 Sekunden belichten möchtest, dann ist sowas auf jeden Fall notwendig. Zwei Sachen habe ich noch. Und zwar habe ich hier einmal ein Mini-Multi-Tool. Und zwar, gucken wir uns das mal an. Das ist hier so, ja, wie so ein Schweizer Taschenmesser im Prinzip. Das ist hier tatsächlich auch von Manfrotto. Ja, und da habe ich so ein paar Kleinigkeiten drin, so ein Messer, ich habe hier so einen Schraubenzieher ist da mit dabei und so Kleinigkeiten, womit man zum Beispiel, wenn du am Stativ eine Schraube locker hast, dann kann ich damit einfach die Schraube wieder festziehen. Hier ist eine Zange mit dabei, also einfach so ein kleines Multitool habe ich immer im Rucksack mit dabei, falls ich irgendwo was reparieren muss, falls ich mal irgendwo was aufschneiden muss, wie auch immer, das Ding ist mit dabei, kostet auch echt nicht viel Geld. Ist super klein zusammenzufalten und du hast alles Werkzeug, was du brauchst an einer Kamera, hier eigentlich mit dran. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, so ein Ding immer mit im Kamerarucksack dabei zu haben. Hat mir schon wirklich viele gute Dienste erwiesen und da sind auch echt viele Sachen mit dabei. Teilweise auch wirklich Sachen, die ich noch nie benutzt habe. Aber grundsätzlich, wie gesagt, man ärgert sich, wenn man unterwegs ist und dann zum Beispiel eine Schraube locker ist und man hat einfach keine Möglichkeit, die festzuziehen und dann ist vielleicht das ganze Fotoshooting umsonst, weil das Stativ zum Beispiel wackelt und da ist dann sowas wirklich immer toll, wenn man das dann noch hat. Und was ich jetzt hier noch habe, ist einmal ein ND-Filter. Hier in der Form ist es ein variabler ND-Filter. Den kann ich so jetzt vorne auf die Kamera draufpacken. Filter, dazu werden wir auch später noch kommen, wird es auch ein Video zu geben, auch in den Langzeitbelichtungen. Da kann ich im Prinzip das Bild nochmal so ein bisschen abdunkeln und damit eine längere Verschlusszeit für die Kamera einstellen. Ja, wenn ich das Bild abdunkle, dann kann ich länger belichten, damit ich wieder auf die gleiche Belichtung komme. Das wirst du alles in dem Video dann noch erfahren. Aber sowas ist auch mal ganz schön, wenn man ein paar schöne Effekte erzielen möchte. Wie gesagt, dazu gibt es dann nochmal ein extra Video. Kann ich aber nur empfehlen, auch gerade so eine variablen ND-Filter hier sind super, weil ich dann auch ein wirklich großes Spektrum habe, was ich damit abdecke und nicht ganz so viele Filter brauche. Also das ist hier ein von zwei variablen ND-Filtern, die ich immer mit dabei habe. Und damit dann auch zum Beispiel filme oder auch fotografiere. Das sind so die Sachen, die ich dir für den Anfang empfehlen würde. Wie gesagt, es ist kein Muss, dass du irgendwas davon kaufst. Aber vielleicht mit der Zeit, wenn du merkst, die Fotografie macht dir Spaß, das eine oder andere im Fotorucksack dann noch zu ergänzen, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und das sind ja vor allem auch alles Sachen, die dem Geldbeutel jetzt noch nicht ganz so sehr wehtun. Wenn ich schon von Fotorucksack spreche, das ist natürlich auch eine gute Investition, ein Fotorucksack. Ja, auch da gibt es natürlich von bis, was das Budget angeht, aber auch von der Größe her und so weiter. Da kannst du auch einfach mal gucken, was es auf dem Kameramarkt so gibt.
Möchtest du damit zum Beispiel mehr wandern gehen, dann ist so ein Wander-Trekking-Rucksack mit Fotofunktion super. Oder aber brauchst du nur eine kleine Umhängetasche, weil du damit viel in der Stadt unterwegs bist, weil du Porträts machst. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie dein Setup danach aussieht, wie viel du immer mitnehmen möchtest. Da kann ich dir jetzt keine generelle Empfehlung geben. Worauf du halt achten solltest, gerade wenn du wandern gehst zum Beispiel, kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Gurte des Rucksacks wirklich gut sind, dass das bequem ist, auch wenn da viel Gewicht drauf ist. Ja. Aber ansonsten gibt es da die unterschiedlichsten Ausführungen. Es gibt nicht nur Rucksäcke, du kannst auch so eine Trolleys zum Hinterherziehen mit dazu nehmen, Umhängetaschen in jeglicher Form. Da gibt es so viel auf dem Markt. Und ich glaube, das ist auch so eins der größten Herausforderungen eines Fotografen, seinen richtigen Kamerarucksack zu finden. Ich kenne so viele Kollegen, die bis heute sagen, sie haben ihn noch nicht gefunden und man testet immer wieder aus. Ich habe auch immer wieder mal alle 2 Jahre mir einen neuen Rucksack gekauft, weil es gibt, glaube ich, nicht den perfekten Kamerarucksack. Vor allem nicht für alles, wenn man mehrere Sachen macht. Wenn man nur wandern geht, okay, dann hat man vielleicht einen. Aber wenn man mehrere Sachen macht, wie zum Beispiel Hochzeiten, Sport und Landschaft fotografieren, dann brauchst du ja für alle Gebiete der Fotografie immer ein anderes Setup und eigentlich auch eine andere Tasche. Und von daher ist das echt eine Wissenschaft für sich. Aber eine Tasche könnte ich dir tatsächlich auch noch empfehlen, wäre auch noch was man sich anschaffen könnte, damit das Equipment entsprechend auch gut transportiert wird. Also, so viel erstmal dazu. Nützliches Zubehör. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was rausziehen. Und wenn du Lust hast, ne, dann schau einfach mal ein bisschen rum, was du dir davon besorgen kannst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Die Serie wird weitergehen. Wir haben ja insgesamt 25 Kapitel, die wir veröffentlichen werden. Ich hoffe, du bleibst damit am Start. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ein ganz, ganz frohes Weihnachtsfest. Wenn du noch was gewinnen möchtest, die Haugland 5-in-1 Jacke für Fotografen ist heute in der Verlosung. Und wenn du noch nicht angemeldet bist bei meinem Adventskalender, dann einfach den ersten Link unten in der Videobeschreibung, dort deine E-Mail-Adresse angeben und dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei. Muss aber heute passieren, weil morgen früh wird schon der Gewinner davon bekannt gegeben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Glück. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Verbring die Zeit gut mit deiner Familie und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und jetzt frohe Weihnachten!